Hallo Internet, hallo Ben. Schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst für dieses Stalker Anomaly Einstiegsvideo. In diesem Beitrag erfahrt ihr die wichtigsten Eckdaten zu Stalker Anomaly, wie ihr es kostenlos bekommt, die besten Einstellungen vornehmen könnt und Modding richtig macht. Wenn ihr etwas nachschlagen wollt, vor- und zurückspringen wollt im Video, Zeitstempel sind hinterlegt, damit ihr euch besser zurechtfinden könnt. Erst einmal, was bedeutet das Wort Stalker überhaupt? Dieses Akronym steht für Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers and Robbers. Kurz auf Deutsch, Plünderer, Eindringlinge, Abenteurer, Einzelgänger, Killer, Entdecker und Räuber. Daher spricht man es korrekterweise auch Stalker aus und nicht Stalker mit dem stummen L. Das mal vorab als kleine Nerd-Anekdote, aber niemand wird euch den Kopf abreißen, wenn wir einfach Stalker sagen. Wikipedia gibt uns zu dieser Spieleserie folgende Auskunft. Stalker Shadow of Chernobyl, meist nur kurz Stalker genannt, ist ein Computerspiel vom ukrainischen Entwickler GSC Game World, das in der Sperrzone um das Kraftwerk Chernobyl spielt. Die Geschichte der Reaktorkatastrophe von 1986 nimmt im Spiel durch ein erdachtes Ereignis seinen Fortgang, einer erneuten Explosion und der Einrichtung einer Sperrzone, in der Anomalien entstehen. Das Spiel gehört dem Genre der Ego-Shooter an, hat aber auch Rollenspielelemente. Es wurde bereits 2001 angekündigt, erschien aber erst im März 2007 als einer der meist erwarteten Titel der Spielegeschichte, so die Worte der GameStar in der April-Ausgabe von 2007. Die Story ist inspiriert von dem Roman Picknick am Wegesrand von Arkady und Boris Strugatsky, der 1979 unter dem Titel Stalker von Andrei Tarkovsky verfilmt wurde. Mitte August 2010 hat GSC Game World angekündigt, 2012 eine Fortsetzung unter dem Namen Stalker 2 zu veröffentlichen. Die Entwicklungen wurden im April 2012 pausiert und werden seit dem Jahr 2018 wieder fortgesetzt. Das mal als kleiner Einstieg für die Leute, die nicht wissen, was Stalker überhaupt ist. Kommen wir aber zur Mod Anomaly. Die kostenlose Standalone-Mod Stalker Anomaly ist das umfangreichste, meistgespielte und aktuellste Stalker, das ihr im Moment bekommen könnt. Anomaly verkürzt die Wartezeit auf Stalker 2 enorm, denn durch den unermüdlichen Support der Modding-Community hat man eine unfassbare Schatzkiste an nicht enden wollenden Erfahrungen und Möglichkeiten, die Anomaly zu einem einzigartigen Sandbox-Survival-Erlebnis werden lassen. Es gibt noch andere kostenlose Standalone-Mods, wie zum Beispiel die Area-Mod, die wird aber Thema eines anderen Videos werden, wenn ihr mögt. Anomaly wird von der 64-Bit-Engine Monolith angetrieben. Sie ist eine verbesserte und stark optimierte Version der X-Ray-Engine, welches die Engine ist, die von GSC Game World, den Erfindern von Stalker, in den drei Basisspielen Shadow of Chernobyl, Clear Sky und Call of Pripyat eingesetzt worden ist. Das Anomaly-Team und die Community lassen aber wirklich keinen Stein auf dem anderen und arbeiten unermüdlich daran, das Spiel und die Engine laufend zu verbessern. Wenn ihr mehr über den laufenden Prozess und Updates zu Anomaly wissen wollt, könnt ihr den Anomaly-Entwicklern in deren Discord über die Schulter schauen. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ihr könnt aus einer Vielzahl von Möglichkeiten wählen, die Anomaly-Mod zu spielen. Es gibt den Story-Modus mit 4 Kapiteln, die die Stalker-Geschichte nach dem letzten Titel Call of Pripyat in interessanten Quests weitererzählt. Es gibt den Sandbox-Modus, wenn man es vorzieht, seine eigene Geschichte zu erfinden, oder den kampfintensiven Warfare-Modus. Anomaly ist im hohen Maß anpassbar und das auch ohne Add-ons. Es gibt hunderte von Einstellungen, die in den Optionsmenüs angepasst werden können, und für fortgeschrittene Stalker gibt es, wie schon erwähnt, mittlerweile über 1000 Add-ons für Anomaly, die von anderen Moddern erstellt wurden, um die Stalker-Erfahrung aufs nächste Level zu bringen. Wenn ihr direkt zur Installation von Anomaly springen wollt, könnt ihr gerne über die Zeitstempel im Video zur gewünschten Stelle springen. Ich persönlich bin extrem begeistert von dem Spiel, der Welt und der Story von Stalker, und hier kommen wir zu einem wichtigen Punkt.
Bedenkt bitte, wenn ihr die Story im vollen Umfang verstehen wollt und richtig tief ins Stalker-Universum abtauchen wollt, solltet ihr euch dringend die Originaltrilogie vornehmen. Startet mit Shadow of Chernobyl, spielt danach Clear Sky und dann Call of Pripyat. Jedes dieser Spiele hat seinen ganz eigenen Charme, Story und auch Mods. Alle drei Games sind auch heutzutage noch sehr gut spielbar und für jeden Spieler, der sich für Escape from Tarkov, DayZ oder allgemein für Abenteuer- und Survival-Spiele interessiert, absolute Pflichttitel. Wenn ihr wollt, kann ich euch gerne zu jedem der Titel ein Modding-Video machen, falls ihr wirklich den Deep Dive machen wollt, damit ihr die beste Erfahrung haben könnt und die Games auch heutzutage optimiert genießen könnt. Lasst mich das einfach in den Kommentaren wissen. Jetzt fragt ihr euch natürlich bestimmt, wenn so viel vorher passiert ist, Tobi, warum sollte ich mit Anomaly starten? Nun, das hat einfache Gründe. Anomaly bietet die aktuellste und stabilste Erfahrung von allen Teilen. Es ist das am weitesten entwickelte Stalker-Spiel mit den meisten Add-ons. Es gibt viele Infos und Ressourcen im Netz und Anomaly hat eine sehr aktive Community und einen Discord, der übrigens auch mit einem deutschen Channel ausgestattet ist. Aber am allerwichtigsten, es ist für euch absolut kostenlos. Ihr müsst euch also nicht auf mein Wort verlassen und die Katze im Sack kaufen. Auch wenn die Basisspiele auf GOG oder Steam nicht teuer sind und auch bei einem Sale die Möglichkeit besteht, alle drei Games locker für unter 10 Euro zu bekommen, möchte ich euch nicht zu einem sinnlosen Kauf überreden. Und ganz nebenbei, glaubt mir, wenn ihr einfach so ohne Vorwissen um Mods, Add-ons und die ganzen Macken der Basisspiele starten würdet, könnte ich mir gut vorstellen, dass ihr wahrscheinlich nicht so eine schöne Erfahrung macht. Außerdem möchte ich einen eventuellen verärgerten Viewer, der mir in den Comments damit kommt, was für einen alten unspielbaren Mist ich hier hype, gerne vermeiden. Wenn euch Anomaly aber gepackt hat, dann werdet ihr freiwillig die anderen Titel spielen wollen oder zumindest in einem Story-Video selber herausfinden, was es genau mit dem sagenumwobenen Strelok, den Fraktionen und Mysterien der Zone auf sich hat. Ich selber habe Shadow of Chernobyl als erstes gespielt, danach mit Clear Sky weitergemacht. Mitten in Clear Sky habe ich dann Anomaly entdeckt und mich damit beschäftigt. Ich spiele die beiden Games nun parallel und je nach Lust und Laune wechsle ich hin und her. Anomaly ist die Konstante geworden zwischen meinen Stalker-Story-Erlebnissen. Aber so gut die Sandbox in Anomaly auch ist, die besten Singleplayer-Stories mit Cutscenes, deutscher Vertonung und übersetzten Texten der NPCs haben nun mal nur die Originalspiele. Das ist vielleicht auch ein kleiner Wermutstropfen für den einen oder anderen. Ja, Anomaly gibt es momentan nur auf Englisch, aber das ist wirklich nicht weiter wild, denn es ist eigentlich auch nicht schwer zu verstehen und es wird übrigens auch an einer deutschen Version gearbeitet, in der alle Texte übersetzt sind. Wann die kommen soll, steht aber leider noch in den Sternen. Wie könnt ihr Anomaly also bekommen und was müsst ihr unbedingt beachten, wenn ihr das Spiel mit Add-ons zocken wollt? Zuerst einmal gehen wir auf die offizielle Webseite der Mod und laden uns die Basisversion herunter. Zum Zeitpunkt des Videos ist die aktuellste Version 1.5.1. Drückt den roten Download-Button, um auf die Download-Unterseite zu kommen. Ja, ich weiß, umständlich, aber so funktioniert ModDB leider nun mal. Nachdem ihr Anomaly dann runtergeladen habt, die 7-Zip ist ca. 9 GB groß, müsst ihr das Ganze nur noch mit einem ZIP-Programm eurer Wahl auf eure Festplatte entpacken. Ich selbst benutze 7-Zip, Link ist ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Das ist übrigens auch kostenlos. Wenn das Entpacken der Daten abgeschlossen ist, sollte das bei euch so aussehen wie bei mir hier. Ich habe den Ordner Anomaly 1.5.1 angelegt und diesen bewusst in einen extra Anomaly Ordner gelegt. Das könnt ihr hier sehen. Das habe ich gemacht, damit ich einen Ort habe, der nah bei meinem Anomaly Verzeichnis liegt, in den ich die gedownloadeten Mods ablegen und später strukturieren kann. Super, ihr habt Anomaly erfolgreich installiert und könnt nun direkt starten. Wenn ihr jetzt noch etwas weitergehen wollt, dann zeige ich euch an dieser Stelle, wie ihr Add-ons richtig installiert, ohne dass ihr euch das ganze Spiel kaputt macht. Denn bei den Add-ons ist es wichtig, sie in der richtigen Reihenfolge zu installieren. Das ist wirklich etwas tückisch, aber ich erkläre euch natürlich sehr gern alles im Detail und so gut wie ich kann, damit ihr wirklich die optimale und beste Version von Anomaly spielen könnt. Und damit ihr in Zukunft auch selbstständig Add-ons herunterladen und verwalten könnt. Wichtig, bevor ihr mit Add-ons spielt,
Macht euch eine Sicherheitskopie der Save Games und der Einstellungen. Denn manchmal kann es sein, dass ihr ein neues Spiel starten müsst, damit das Add-on bzw. das Spiel nachher richtig funktionieren kann. Auch noch gut zu wissen, die Hardwareanforderungen an euren PC steigen etwas an, je nachdem welches Add-on ihr installieren wollt. HD-Models zum Beispiel fressen etwas mehr Performance und kosten das ein oder andere Frame mehr, lohnen sich aber auf jeden Fall. Als erstes bzw. als zweites nach dem Anomaly-Download und der Installation laden wir den Jonesoft Generic Mod Enabler oder kurz Mod Enabler herunter. Dieses kleine, wichtige Tool hilft euch dabei, Add-ons für Anomaly zu installieren, organisieren und dass euer Spiel stabil bleibt. Glaubt mir, mit diesem Programm erspart ihr euch etliche Stunden Trial and Error und viele, viele Kopfschmerzen. Als erstes legen wir aber eine Verzeichnisstruktur an, die uns später hilft, unsere Add-ons zu kategorisieren. Ich downloade die Add-ons, die mich interessieren, in mein neu angelegtes Anomaly Add-ons Verzeichnis. Ich erstelle dann in diesem Verzeichnis, wie gesagt, Unterkategorien. Wenn es ein Update eines Add-ons gibt, lade ich es neu herunter und lösche das alte Add-on. Wenn es sich um einen Patch oder Hotfix handelt, behalte ich aber beide Versionen. Hotfixes und Patches enthalten meist nur kleine Updates und setzen die ursprüngliche Version des Add-ons bzw. die Vollversion voraus. Das solltet ihr aber vorher nachprüfen in der Beschreibung des Add-ons auf der ModDB-Seite oder in der README-File, die meistens mitgeliefert wird. Hier mal meine Top 10 Add-ons, die ihr auf jeden Fall runterladen solltet und auf die ich persönlich nicht mehr verzichten kann. Da hätten wir zuallererst Boomsticks and Sharpsticks, was einfach zusätzliche Waffen, Mods, Scopes und vieles, vieles mehr für Anomaly bringt. Dicht gefolgt von Blindsight's Weapon Reanimations, wie es der Name schon sagt, kommen hier neue Animationen für eure ganzen Waffen mit ins Spiel. Außerdem sehen diese Animationen auch viel, viel besser aus. Food, Drug and Drinks Animations, auch hier ist der Name Programm, Animationen für Essen, Trinken und die ganzen Heilgegenstände. HD Models Light ist ein Facelift für alle NPCs im Spiel, sie sehen einfach viel, viel besser aus danach. JSRS Sound Mod bietet euch viel bessere Soundeffekte für das Thema Waffen und alles drumherum. Grog's Better Sound for Anomaly ist ein allgemeiner Soundfix für die Sound Engine im Spiel. Hollywood FX bietet euch super, super coole Partikeleffekte, die sich wirklich sehen lassen können. Russian Voice Actor, auch das ist, glaube ich, selbsterklärend. Die Spielfigur ist Russe, spricht Russisch und macht russische Geräusche. Будь на готове. Так, собрались. Смотреть в оба. Trader Overhaul Complete ist eine umfangreiche Händleranpassung, die Händler und das, was sie verkaufen und anbieten, grundlegend aufräumt, verbessert und anpasst. Wirklich eine coole App. Sorting Plus macht euer Inventar übersichtlicher und kategorisiert es. Als Bonus obendrauf gibt es noch den Aggressor Reshade. Warum? Es sieht einfach nur geil aus. Und wenn ihr wollt, dass euer Anomaly so aussieht wie meine Anomaly, dann müsst ihr euch Aggressor Reshade installieren. Das mal zu meinen Favorites. Gehen wir ans Eingemachte und fangen an, Anomaly zu modden. Öffnet das ZIP-File des Generic Mod Enablers und legt die Daten darin direkt in euer Anomaly-Verzeichnis. Yup, einfach so Drag and Drop, rein damit. Gut gemacht, der Mod Enabler ist installiert, was schon die halbe Miete ist. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel zur Installation von Add-ons anhand meiner Top 3 Mods, da diese gut zusammen funktionieren. Das ist einmal Boomstick und Sharpsticks zusammen mit Blindsight's Animations sowie den Food and Drug Animations. Öffnet und entpackt als erstes das ZIP-File von der Blindsight Mod und packt die Files in eure Ordnerstruktur oder wo auch immer ihr eure Files parken wollt. Dasselbe macht ihr bitte mit Boomsticks und Sharpsticks und natürlich auch mit den Food Animations.
Öffnet dann im Anomaly 1.5.1 Spieleverzeichnis den Ordner Mods, der uns vom Mod-Enabler mitgeliefert wurde. In diesen Mod-Ordner schiebt ihr nun folgende Files von Boomsticks und Sharpsticks rüber, die Ordner mit der Nummer 1 und mit der Nummer 3 vorne dran. Keine Angst, es wird gleich alles Sinn ergeben. Danach kümmern wir uns um den Blindsides-Ordner, kopiert euch am besten den Namen vom Blindsides-Ordner, legt drüben im Mod-Enabler einen neuen Ordner an und legt den Game-Data-Ordner von Blindsides da rein. Den optionalen Ordner können wir einfach löschen. Der Autor liefert diese optionalen Daten mit, um die Kompatibilität mit anderen Mods zu gewährleisten. Da wir die aber nicht haben, brauchen wir diesen Ordner nicht. Geht zurück und macht das Ganze dann noch mit Food and Drugs Animations. Jetzt wird euch gleich ein Licht aufgehen, sobald wir den Mod Enabler starten. Geht zurück ins Anomaly Spieleverzeichnis, doppelklickt auf die jsgme.exe. Und tada, siehe da, die Struktur aus dem Mods Ordner findet ihr hier wieder. Links sind die Mods, die inaktiv sind und zur Verfügung stehen. Rechts seht ihr die Mods, die ihr tatsächlich in Anomaly installiert habt und die aktiv geschalten sind. Wählt jetzt Blindsides Mod als erstes aus und drückt den Pfeil in der Mitte, der nach rechts zeigt. Und siehe da, ihr habt Blindsides Mod erfolgreich installiert. Als nächstes macht ihr das mit Boomsticks und Sharpsticks. Jetzt kommt hier eine kleine Warnung. Der Enabler zeigt euch jetzt die Daten von Blindsides an, die von Boomsticks und Sharpsticks überschrieben werden. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Mods benutzen oft dieselben Daten, Strukturen und Skripte. Die Kunst beim Stalker-Modding liegt also darin, die Mods in der richtigen Reihenfolge zu installieren, sodass sich die Daten richtig überschreiben, dass am Ende nichts kaputt geht. Klingt komisch, ist aber so. Wenn ihr euch im Detail mit der Ordnerstruktur von Stalker befasst, werdet ihr schnell feststellen, warum das so ist. Stalker ist nun mal so aufgebaut. Das ist aber zugleich die große Stärke vom Mod-Enabler, denn wenn ihr mal was falsch gemacht habt und euer Spiel nicht mehr funktionieren sollte, könnt ihr die Mods einfach auch wieder deinstallieren mit dem Knopf, der in die linke Richtung zeigt. Mit dem Doppelpfeil nach links deinstalliert ihr alle Mods auf einmal. Kommen wir zurück zum Thema. In diesem Fall hier habt ihr nichts falsch gemacht. Drückt einfach Yes und überschreibt alles. Dasselbe macht ihr dann auch bei den anderen beiden Einträgen. Und zack, ihr habt die Mods erfolgreich installiert. Wenn ihr mal Probleme haben solltet mit einer Mod, dann schaut am besten in die README-Files oder auf der ModDB-Seite des Mods und lest die Beschreibung durch. Manchmal sind auch in den Kommentaren wichtige Hinweise, da andere Leute eventuell dasselbe Problem hatten wie ihr. Wenn es mal ganz blöd läuft, könnt ihr auch im Anomaly Launcher eure Grafik-Settings zurücksetzen. Oder deinstalliert die Mods mit dem Mod-Enabler und testet eine nach der anderen durch. Manchmal, wenn man es unbedingt zum Laufen bringen will, kostet es natürlich etwas Zeit und es wird zum Trial-and-Error-Spielchen. Aber es lohnt sich, denn ein Spiel erfolgreich zu modden kann genauso belohnt wirken, wie ein Endboss in Dark Souls umzuklatschen oder eine Runde Warzone zu gewinnen. Nachdem ihr nun wisst, wie man Add-ons installiert und deinstalliert, das Ganze organisiert, wird es langsam Zeit, ins Spiel zu springen. Wenn euch das Video etwas gebracht hat und euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen und ein Abo da. Was mich auch noch interessieren würde ist, soll ich eine Let's Play-Tutorial-Serie daraus machen, dann lasst mich auch das gerne in den Kommentaren wissen. Das Spiel selber hat viele Mechaniken und ist sehr umfangreich. Es ist ähnlich wie Tarkov, DayZ oder auch Scum, ein Spiel, das sich selbst nicht wirklich erklärt und euch an die Hand nimmt. Starten wir also Stalker Anomaly. Ich zeige euch den ersten Einstieg in die Zone und die erste Quest, die ihr unbedingt am Anfang machen solltet. Willkommen bei Anomaly. Auf die ganzen Grafik-Settings, Steuerung und so weiter gehe ich jetzt nicht direkt ein. Ich denke, da ist das meiste sowieso sehr subjektiv. Das kann jeder nach seiner Hardware und seinem eigenen Geschmack selber einrichten. Und die Settings sehen auch nicht anders aus wie bei anderen Spielen. Wenn ihr aber zu wenig Frames habt, schraubt als erstes die Render-Distance der Welt und der Objekte runter und vor allem verringert die Einstellungen bei den Gras-Optionen. Und macht bitte keine Grasschatten an, die bringen A nichts und fressen einfach nur unfassbar viel Performance. Soweit so gut, widmen wir uns dem New Game endlich. Wow! Für euch waren das jetzt 20 Minuten, für mich 4 Tage aufnehmen und schneiden. Aber 4 Tage, die sich für mich sehr gelohnt haben und ich hoffe für euch auch. Wenn dem so ist, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da.
kommen wir zum Story-Modus. Das ist mein favorisierter Modus, den ich eigentlich ausschließlich spiele. Es gibt neue Story-Quests, die ihr bei den Fraktionschefs beziehen könnt. Als nächstes haben wir den Azazel-Modus, da schlüpft ihr in die Haut eines NPCs, falls ihr sterbt. Es gibt den Warfare-Modus und den Survival-Modus. Der Warfare-Modus ist praktisch Fraktionskrieg am laufenden Band. Der Survival-Modus ist eigentlich der Zombie-Modus. Jeder Spawn in der Welt wird durch Zombie-Spawns ersetzt und sie werden euch suchen und finden. Accessible Zone solltet ihr auf jeden Fall anschalten, dann müsst ihr euch per Quest nicht die einzelnen Verbindungen zwischen den Karten freischalten. Es gibt noch den Iron Man Modus, dort habt ihr eigentlich nur ein Leben, dürft nicht speichern. Es ist so ähnlich wie ein Roguelite, ist ziemlich hardcore und brutal, ist nur für erfahrene Stalker zu empfehlen. Campfire Mode bedeutet einfach, dass ihr nur an Lagerfeuern speichern könnt. Und Agony Mode bedeutet kurzerhand, dass ihr, sobald ihr im Kampf seid, blutet, verletzt seid oder was auch immer, sich sozusagen einen Status auf eure Figur legt, ihr nicht speichern könnt. Im Timer Mode könnt ihr dann noch einstellen, dass ihr zum Beispiel nur alle 10 Minuten speichern dürft. Ihr seht, das meiste hier sind eigentlich alles Hardcore-Optionen, die das Spiel noch schwieriger und noch herausfordernder machen. Oben bei Gameplay Difficulty seht ihr dann noch ein Menü. Dort habt ihr die Möglichkeit einzustellen, wie viel eure Figur aushalten kann. Es gibt die Optionen Easy, Medium und Hard. Sehr straightforward. Bei der Progression Difficulty geht es aber darum, mit wie viel Ausrüstung ihr grundsätzlich ins Spiel starten könnt. Euer Start-Equipment seht ihr hier direkt oben drüber. Wie viele Punkte ihr zur Verfügung habt, um euer Starter-Gear anzupassen, wird ebenfalls durch diese Option beeinflusst. Im Spiel selber regelt ihr damit die Menge, Qualität und Rarität des Lootes. Wenn ihr auf Survivalist stellt, müsst ihr wirklich sehr erfahren sein und jeden Rubel fünfmal umdrehen. Und selbst auf Tourist wird es wirklich kein Zuckerschlecken. Oben links bei Factions könnt ihr eure Fraktion auswählen, die ihr euch anschließen wollt. Für dieses Tutorial wählen wir die Loner-Fraktion. Wenn ihr etwas Erfahrung gesammelt habt, könnt ihr natürlich aber auch gerne mit einer anderen Fraktion starten. Ich empfehle euch hier zum Beispiel auch mal Clear Sky auszuprobieren oder Freedom. Monolith, Mercenaries und Banditen sind etwas anders zu spielen. Da das die Bad Guys im Spiel sind und aus ihrer Perspektive sich das Ganze etwas anders spielt, was die Hauptstories angeht. Auch das wiederum eher für erfahrene Stalker. Daneben könnt ihr noch ein Porträt für euren Stalker auswählen, einen Namen eingeben und die Startlocation auswählen. Wenn ihr Loner spielt, könnt ihr eigentlich nur in der Rookie Village starten. Im Inventory seht ihr euer momentanes Inventar und daneben euer Loadout. Unten seht ihr, dass ihr noch 1000 Punkte zur Verfügung habt. Jeder Gegenstand, den ihr vom Loadout rüberholen wollt in euer Inventar, kostet Punkte. Also wählt weise. Ich empfehle euch, Bandagen und Heilmittel sowie Zigaretten auf jeden Fall mitzunehmen, egal mit welchem Schwierigkeitsgrad ihr startet. Den Rest könnt ihr euch aussuchen. Da ist der Papa mal ein bisschen großzügiger. Wenn ihr das gemacht habt, dann geht's los. Wir drücken auf Start. Drückt am Anfang die Taste I, um euer Inventar aufzurufen. Das ist die Standardtaste. Wenn ihr es auf eine andere gelegt habt, dann drückt die Taste. Und rüstet eure Gasmaske, euren Rucksack und eure Rüstung aus, sowie den PDA und die Taschenlampe. Wundert euch nicht, wenn ihr euch jetzt hier nicht bewegen könnt oder ihr das Inventar nicht direkt wieder aufrufen könnt. Die Figur zieht sich gerade an. Unterhalb eurer Ausrüstung seht ihr die Quickslots mit F1, F2, F3, die schon automatisch mit Bandagen und Erste-Hilfe-Päckchen ausgestattet sind. Darunter seht ihr die Radioaktivzeichen, das sind die Slots für die Artefakte, die ihr in Stalker Anomaly finden könnt. Und darunter seht ihr die Leisten, die eure Stats darstellen, die eure Ausrüstung mit sich bringt. Und darunter seht ihr noch Knöpfe, mit denen ihr euer Inventar durchfiltern könnt. Unten rechts seht ihr noch, wie viel ihr momentan tragen könnt. Das kann sich je nach Ausrüstung ändern. So, wenn das alles geklappt hat, dann gehen wir erstmal nach draußen. Und suchen den Stalker Fnatic. Da vorne ist der Kollege auch schon. Nein, nicht der, sondern der hier. Ich wechsle jetzt in ein anderes Gameplay über. Wundert euch nicht, wenn es jetzt ein bisschen anders aussieht. Das habe ich einfach schon vorher aufgenommen gehabt. So,
Wir gehen jetzt zusammen mit Fnatic Mutanten jagen. Er hat uns gesagt, er nimmt uns an die Hand. Das hier ist das Rookie-Dorf. Er ist derjenige, der sich hier um die Rookies kümmert. Und er zeigt uns jetzt, wie wir Mutanten jagen. Und offensichtlich gibt es im Cordon ein Mutantenproblem, denn das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir so einen Auftrag kriegen. So sind sie, Fnatic, oder? Oh, sie kommen direkt, sie greifen direkt an. Pass auf. Verdammt, die Waffe ist nicht optimal. Bei weitem nicht. Bam, das war knapp. Erstmal nachladen hier. Oh shit, oh shit. Er darf nicht sterben. Er darf nicht sterben, sonst ist dieser Auftrag hier schneller beendet, als wir ihn gestartet haben. Sehr gute Arbeit, sehr gute Arbeit. Da hinten ist nochmal einer. Lass mich den erledigen. Der ist hinter uns. Oh shit, oh shit. Ich würde sagen, war der erste Auftrag. Wundervoll. Alles klar, alles klar, alles klar. So, gut gemacht. Danke, Fnatic. Er möchte jetzt, dass wir uns mal Anomalien anschauen. Dafür gibt es einen speziellen Ort hier im Cordon für die Rookies, wo sie ausgebildet werden im Umgang mit den Anomalien und den Artefakten. Das werden wir uns jetzt mal anschauen. Waffe schön im Anschlag. Pistole haben wir übrigens auch dabei. Gute alte Makarov. Ich glaube, hier müsste der Ort sein. Ja. Sehr einladend. Ein paar Mutanten sind auch noch da. Wundervoll. Fnatic kümmert sich direkt um sie. Fnatic kennt keinen Schmerz. Schauen Sie mir hier im richtigen Ort? Ah, ganz genau. Ah, here we go. Fnatic, was ist zu tun? So, okay, er möchte, dass wir Artefakte bergen aus diesem verstrahlten Loch da unten. Gut, sei es drum. Das ist ganz wichtig bei der Quest hier. Wir bekommen ein Gerät, mit dem wir Artefakte aufspüren können. Das könnt ihr equippen. Das kommt praktisch in den Slot, wo die Taschenlampe drin ist. Hört schon. Das Piepen wird intensiver und wir nähern uns den Artefakten. Und da ist es auch schon. Die Artefakte kommen nur zum Vorschein, wenn ihr mit so einem Gerät auf die Suche geht. Vorher nicht. Das andere, was ihr hört, ist der Geigerzähler, denn hier ist es ganz schön radioaktiv. Alles verstrahlt hier in der Zone. Hier ist noch ein anderes Artefakt. Ihr seht, ich gehe in die Nähe davon. Jetzt sollte ich mich hier schleunigst verdünnisieren. Die Strahlung wird immer intensiver. Gegen die Strahlung helfen Zigaretten übrigens oder Wodka. Oder auch Wasser. Je nachdem, was ihr euch am Anfang vom Loadout mit rübergenommen habt im Inventar, benutzt es auf jeden Fall, sobald ihr hier draußen seid. Und der Charakter
Ted erstmal die Lunge. Auch diese Animation ist nicht abbrechbar oder so. Dem müsst ihr euch bewusst sein. Übrigens, ihr hört immer noch ein bisschen den Geigerzähler kratzen. Das liegt daran, dass wir das Artefakt noch nicht in die Box reingepackt haben, die uns Fanetti gegeben hat, in die Artefaktbox. Da ist er auch schon. Ich glaube, ich sollte erstmal das Artefakt da noch reinpacken, bevor ich... Vorher kann man die Aufgabe bei ihm nicht abgeben. Ihr seht es jetzt dann hier. Bin hier noch ein bisschen am gucken. Und da ist es. Könnt ihr da reinpacken. Drag and drop. Und die Aufgabe ist erledigt. Wundervoll. Er sagt hier, wir sollen uns im Camp nochmal sprechen. Er hat da eine dritte und letzte Aufgabe für uns. Wenn wir hier angekommen sind, können wir mit ihm sprechen. Und hier erklärt er uns über die Stashes auf, über die versteckten kleinen Schätze, die überall in der Zone verteilt sind. Wir nehmen diesen Auftrag an und er sagt, hier in der Rookie-Basis ist etwas versteckt, was wir finden sollen, einen versteckten Stash. Wenn wir den finden, gehört uns die Belohnung und er gibt uns noch was obendrauf und die Startquest ist beendet. Schauen wir mal nach. Kriegen wir hier einen Hint? Nicht wirklich. Ihr seht, es gibt manchmal Questmarker und manchmal nicht. Manchmal muss man auf die Suche gehen und ein Gebiet erforschen. Manchmal bekommt man einen direkten Questmarker. Diese Kisten hier könnt ihr öffnen mit dem Messer. Seht ihr hier. Ich suche jetzt gerade den Speicher von diesem Gebäude. Übrigens, es lohnt sich zu exploren in diesem Spiel. Es gibt extrem viel zu entdecken. So, wo könnte er sein? Ich glaube, es war irgendwas von einem Vogelnest die Rede. Ich glaube, hier oben war noch etwas. Und wir haben es geschafft. Diese Stashes könnt ihr übrigens später auch selber anlegen, wenn ihr zwischen den einzelnen Zonen etwas Stauraum braucht. Wir haben die Aufgabe beendet. Vorher ziehen wir uns nochmal eine rein. Und ich danke euch auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle, dass ihr durchgehalten habt bei diesem super krass langen Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen und Stalker sowie Anomaly etwas näher gebracht. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, ein Daumen nach unten. Über ein Abo freut sich der Algorithmus, aber der Monolith Stalker ganz besonders. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.